die erste von Musizieren und Tennisspiel mit den Funken in den Fasching ziehen. Und der Mann an ihrer Seite, man kennt und schätzt ihn im ganzen Unterallgäu, Prinz Dennis der Erste von Fußball und Elektrofreak. Bei den Schlossfunken bestimme ich den Beat.
Vor einem Jahr sind wir hier über die Bühne gefegt. Hallo Annalena, Pierre Kuhn war es als Prinzenpaar, die Garde der Hofstadt, die Gaudi und Verwunderbar. Aber Julian, schau doch mal dann um. Da schaut doch nie genau ein neues Mini-Prinzenpaar durch. Oh je, Annalena, ich hab's mir fast gedacht, die hätte so gerne auch nochmal gemacht. Tja, die Schlossknochen haben sich drauf. Das neue Prinzenpaar sieht Bombe aus. Den Prinz kenne ich vom Fußballplatz. Er ist gut drauf und auch recht fit. Ein cooler Typ, der hält sich sicher auch im Fasching fit. Die hübsche tanzerfahrene Prinzessin kenne ich aus meiner Gartezeit. Die hat wohl die besten Voraussetzungen, die es für diesen Job gilt. Auf die Schlossknochen kann man sich schon verlassen. Mit diesem tollen Paar kann man sich überall sehen lassen. Ach Julian, unsere Prinzenpaarzeit geht nun zu Ende. Ein letztes Mal reichen wir uns zum Abschluss Walzer nun die Hände. Ja, Annalena, dann werden wir auseinandergehen. Vielleicht wird einer von uns mal wieder hier stehen. Ja, Julian, wir sind ja schon bald groß. Und dann geht die Party nochmal so richtig von vorne los. Und Annalena, wenn mir nichts dazwischen kommt, mache ich das große Prinzenpaar wieder mit dir. Danke, Julia. Und wenn mir nichts dazwischen kommt, treffen wir uns in ein paar Jahren wieder hier. Bis dahin sagen wir Ciao und freuen uns auf die neue Schlossbogenschau. Alaaf Elaaf! Schlossbogen sind da! Alaaf Elaaf! Schlossbogen sind da! Ich, Tobias, der Hofmarschall, frage euch, Prinz Pascal der Erste von Mama und Papa waren schon, nun sitze ich auf dem Prinzenthron und Prinzessin Alina die Erste von Gartemädchen war einmal Prinzessin sein, das ist genial. Seid ihr heute hierher gekommen, um euch für die Kinder im Kirchheimer Fasching einzusetzen und für viel Spaß und gute Laune zu sorgen, so sprecht ja. 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 Doppelt hält besser, genau. Wollt ihr die Erwachsenen zum Tanzen animieren und sie bei jeder Polonaise mitnehmen? Wollt ihr die Minigarde hin und wieder auch mal auf eine Runde Pommes und Spezi einladen? So sprecht ja. Ja. Zeit oder Mama. Und jetzt nehmt mal hier zu. Im Fasching, da ist vieles wichtig. Mit guter Laune macht man alles richtig. Kostümiert und bunt sein, die Feier wird niemals allein. Eines ist jedem klar, die Minis brauchen ein super Prinzenpaar. Vorangehen muss man mit viel Freude, 6 Wochen regiert ihr die Namen heute. Seid ihr euch sicher und wollt ihr Terra? So sprecht gemeinsam und lautstark jetzt ja. Ja. Ich bitte nun das alte Prinzenpaar, dem neuen Prinzenpaar die Zepter zu übergeben. Ihr zwei dürft natürlich aufstehen. Ein bisschen hässlich, wir könnten das natürlich schon mal reden. Das machen wir dann nachher unten an der Bar. So, nun seid ihr mal soweit entlassen. Also, wer kann die besser halten als unser Christian Söll? Ach, ihr Narren, wie die Zeit vergeht. Dass die Zeit sich so schnell weiterdreht. Vor 12 Monaten stand ich hier, seitdem floss das ein und andere Bier. Mit Steffi durfte ich regieren und euch zum Feiern animieren. Leider hat alles einmal ein Ende, aber auch die Zukunft heißt es. Hoch die Hände. Was haben wir erlebt hier oben? Mit dem Hofstaat immer austoben. Heute Abend sind wir entspannt dabei. Wir feiern, singen und achten nicht auf die Polizei. Wie ich die Lisa Marie nicht von Kirchheim her, dennoch weiß ich, mit den Schlossvogeln steppt der Bier. Als Ex-Garde-Mädel ist niemals ein Ende in Sicht, drum bin ich wieder dabei, mir reicht es noch nicht. Wenn ich den Dennis so ansehe, packt mich das lieber. Als Elfrat war er mit Herz dabei, nur den Prinz mag er noch lieber. Ohne Fasching, Party, Tanz und Bier kann er nicht sein, aber ich sage dir,
Als Prinz muss man auch voll vernünftig sein. Ein Rat von Prinz zu Prinz, der tut dir gut. Sei vor Wängen, Umzügen und der Bar auf der Hut. Das kostet viel Energie. Deine Prinzessin kriegt davon auch gern eine Allergie. Lisa Marie, ich stehe dir natürlich auch zur Seite. Weißt du mal nicht weiter mit der Meute. Zieh die Zügel beim Dennis immer an, damit er nicht verloren gehen kann. Für mich ist nun leider Schluss. Wir stoßen auf euch an im Anschluss. Wir betrachten nun aus der Ferne euren Walzer und zwar gerne. Wir danken euch für eine schöne Zeit. Macht euch für die Regenten bereit. Unsere Farben sind gold und blau. Alafilau! Schloss um ist im Blau! Alafilau! Schloss um ist im Blau! Alafilau! Schloss um ist im Blau! Ach, nie wieder. Die obligatorischen Holzscheite haben wir heuer verzichtet. Ihr seid ja auch keine 20 mehr. Ja, zwischen Dennis. Und nun frage ich, Prinz Dennis der Erste, von Fußball und Elektrofreak bei den Schlosshunden bestimme ich den Beat. Ist es dein freier und ungezwungener Wille und bist du ohne offensichtliche Gewaltanwendung hierher gekommen und deine Untertanen mit sicherer Hand und freudigem Humor durch die stürmische Zeit des Kölner Faschings zu führen, so sprich ja. Ja. Bist du in der Lage, nach deinen stürmischen Jahren als Elferrat nun mit deiner Prinzessin an der Seite für Stimmung, Humor und Liebe dein letztes Hemd zu geben, so sprich ja. Ja. Willst du deine dir zur Seite stehende Prinzessin Lisa Marie achten, ehren, schätzen, umschwärmen, liebkosen, sie jederzeit heimfahren, ihr auch sonstige Wünsche erfüllen, bis euch der Kerl ausscheidet, so sprich ja. Ja. Desgleichen frage ich dich, Lisa Marie die Erste, von Musizieren und Tennisspielen mit den Funken in den Fasching ziehen. Bist du freiwillig, ohne Angst oder Zwang, hierher gekommen, um den hier anwesenden Prinz Dennis, den Ersten, in Güte und zarter Lieblichkeit zu unterstützen, so sprich ja. Ja. Bist du bereit, ihm stets aufs neue Kraft und Mut und auch Schnaps einzuflößen, ihm keinen Wunsch abzuschlagen, ihn bis zum Keraus nicht zu verlassen und durch feurige Blicke schüchterner Männer Mut zu machen, ohne Hemmungen auch mal den Elferrat, den Presi, Kater Benedikt und den Bürgermeister mit dem Gemeinderat zu küssen, so sprich ja. Ja. Ja, damit habt ihr beide Mut und Humor bewiesen. Und ich bitte nun um die Übergabe der Zepter zum Zeichen der Krönung. Liebe Steffi, lieber Christian, weitet eures Amtes. So, Julia und Pascal, habt ihr aufgepasst? Zwölf Jahren sieht das so aus. Ich hoffe, du hast uns nun einiges Gutes zu berichten und ich bin schon ganz gespannt darauf. Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Präsident, lieber Michael, liebe Prinzenpaare, wir sind ja heute gleich vier Paare hier auf der Bühne momentan noch. Die beiden Scheidenden werden sich noch bald verabschieden. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich für eure Zeit im vergangenen Fasching bedanken. Ihr habt es ganz, ganz toll gemacht. Und nun kommen natürlich sagen dann die Neuen und ich bin auch überzeugt, dass die Kirchheimer Schlosshunden mit ihren neuen Prinzenpaaren auch diese sehr kurze Faschingszeit wieder toll hinbekommen werden. Und ich komme immer am Krönungsball sehr gerne hierher und gebe auch gerne den Schlüssel ab. Ihr dürft ihn behalten bis zum Keraus, dieses Jahr sehr kurz. Und ich möchte euch natürlich an dieser Stelle jetzt schon den gesamten Hofstaat
Minigarde, große Garde mit Prinzenpaar traditionell am Rosenmontag zu mir ins Rathaus einladen. Wir werden auch wieder ein paar zünftige Spielchen miteinander machen. Ihr kennt es ja schon, wie das ablaufen wird. Und dann werden wir uns auch wieder am Kehraus sehen, wo ich dann wieder den Schlüssel zurückbekomme. Ich wünsche euch alles, alles Gute, immer tolles Wetter, besonders bei den Umzügen, wenn die Gardemädchen halt in ihren Gardekleidern dann in den Umzügen mit dabei sind, schaut es anders aus, als wenn es draußen halt schneit oder schlecht ist das Wetter. Aber ich denke, es passt. Euch allen nochmal alles Gute und nun darf ich den Schlüssel an euch beide übergeben. Somit hätte ich den Schlüssel übergeben und darf dir noch das Mikrofon wieder übergeben und wünsche uns noch allen hier einen schönen unterhaltsamen Abend. Ja, danke, lieber Hermann. Wie gewohnt, wir werden diesen Schlüssel in Ehren halten, werden die Schlossfunken auch über die Grenzen von Kirchheim gut präsentieren und wir freuen uns natürlich schon am gumpigen Donnerstag auf den Besuch im Rathaus. Vielen Dank. Rosenmontag. Wie können wir uns hören? Natürlich am Rosenmontag. Aber lieber Hermann, wir haben mit dir heute auch ein Attentat vor. Es ist nicht so wie gewohnt. Wir bitten dich, bleib noch kurz auf der Bühne, denn unser ehemaliger Prinz, der Holzi, der hat sich einen Knieschaden zugezogen. Also das heißt, er kann nicht tanzen. Das heißt, den Part, den wir Stunde hat mit der ehemaligen Prinzessin, mit der Steffi, übernehmen. Aber Prinzenpaar.